Händeschütteln ohne Ende. Bürgermeister Bodo Klimpel, seine Frau, die stellvertretenden Bürgermeister begrüßten beim traditionellen Neujahrsempfang in der Aula des Schulzentrums viele Bürger. Darunter Vertreter aus Politik, Wirtschaft und von den Vereinen sowie Gäste aus der Partnerstadt Rovarondern. In seiner Neujahrsansprache warf Bodo Klimpel einen Blick zurück auf das Jahr 2018 und erläuterte dann die für 2019 angestrebten Ziele und Planungen der Stadt. Darunter seien insbesondere der Ausbau der Kita-Plätze und der Breitbandausbau zu nennen. Daneben wies er besonders auf die Auswirkungen des demografischen Wandels hin. So sind in den letzten 3 Jahren nahezu 200 neue Plätze entstanden und es werden weitere folgen. Bei den U3-Kindern mit Rechtsanspruch, also bei denjenigen, die 1 bis 3 Jahre alt sind, haben wir mittlerweile eine Betreuungsquote von 71%. Und Sie erinnern sich, irgendwann sind diejenigen, die dieses Gesetz gemacht haben, davon ausgegangen, dass es für 35% der Kinder reicht. Wir liegen mittlerweile bei 71%. Wir haben bei insgesamt rund 39.000 Einwohnern aktuell schon mehr als 11.300 Frauen und Männer, die 60 Jahre und älter sind. Wir gehen davon aus, dass sich beispielsweise der Anteil der 65- bis 79-Jährigen bis 2030 um rund 33% erhöhen wird. Ähnlich groß wird die Steigerung bei denen ausfallen, die 80 Jahre und älter sind. Auch das, meine Damen und Herren, sind äußerst positive Zahlen, wie ich finde. In Haltern am See kann man gut alt werden und das soll auch in Zukunft so bleiben. Mit Blick auf den städtischen Haushalt stellte Klimpel eine positive Entwicklung fest. Ja, entgegen der eher sonst skeptischen Natur eines Kämmerers blicke ich recht zuversichtlich in das Jahr 2019. Wir legen jetzt zum zweiten Mal in Folge einen ausgeglichenen Haushalt vor in der Planung. Wir haben 2017 schon einen Haushalt positiv abgeschlossen. Wir wollen in 2019 mit 450.000 Euro Überschuss starten, in 2020 1,5 Millionen, 2021 2 Millionen und in 2022 sogar 2,5 Millionen. Also von daher recht gut, die Aussichtslage. Wir haben in den letzten Jahren insgesamt 24 Millionen Euro Kassenkredite abgebaut und 4 Millionen Investitionskredite. Also sind wir bei 28 Millionen und darauf kann die Haltener Bevölkerung, aber auch die Vereine, die Institutionen, die Politik und auch Verwaltung zu Recht stolz sein, meines Erachtens. Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen nachfolgend die Darbietungen der Musikschule und des Orchesters Harmonie Municipale aus Rovarondern. Ja, dieses Jahr werden die Freunde der Blasmusik in erster Linie auf ihre Kosten kommen, denn es ist eine Blaskapelle aus Rovarondin, der Partnerstadt von Haltern, zu Gast. Der Kontakt entstand anlässlich des 25-jährigen Stadtjubiläums oder des Jubiläums der Städtepartnerschaft. Und wir freuen uns sehr darüber. Das ist eine ganz große Gruppe, die sehr interessante Musik macht und das wird sicherlich eine Bereicherung für das Programm. Nach dem Konzert lud Bürgermeister Klimpel die rund 500 erschienenen Gäste zu einem Umtrunk und zu anregenden Tischgesprächen ein.